heißt das, dass dann die dritte Stufe, also du hast die gedrittelt, dass dann die dritte die Synthese wieder darstellt? Du hast dann Dass du hier zuerst einmal dein Programm hast. Genau. Du hast dein Programm, wo sich was abläuft, wenn wir das zeitlich sehen als Bilder. Und dann wirst du aus dem Programm, wirst du zu einem Mensch, der auf zwei Beinen läuft, läuft und sprechen kann. Das ist natürlich auch immer wieder so diese Grundvoraussetzung, dass ich sage, um dir Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, musst du zuerst einmal sprechen können. Die Grundvoraussetzung ist, dass du sprichst. Ob du das schon verstehst, geistreich verstehst, was du bisher gesprochen hast, da wirst du einen großen Zweifel kriegen, wenn du anfängst, Solo-Feeling zu studieren. Aber die Grundvoraussetzung für Bewusstsein sind doch bewusste oder unbewusste Gedanken, oder? Ist das nicht im Prinzip das Gleiche? Pass auf, wir bleiben. Bewusstsein kann man nur sein. Ja. Und ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir Bewusstsein ausdenke, dasselbe wie wenn ich mir Geist oder Gott ausdenke. Bewusstsein ist, dass ich mir ausdenke, ist kein Bewusstsein. Es gibt auch nichts und niemanden, den ich mir denken könnte, der Bewusstsein haben kann. Das heißt nicht bewusst haben, sondern Bewusstsein. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir einen Denker ausdenke. Ich denke mir ein Bewusstsein aus. Pass auf, ich denke mir ein Bewusstsein aus. Ich mache das immer mit der Hand. Und dieses Bewusstsein erfordert immer, immer etwas, was diesem Bewusstsein bewusst ist. Genau. Und ein Bewusstsein, das an nichts denkt, ist auch kein Bewusstsein mehr. Ja. Darum kannst du dich auch nicht wegmachen. Ja. Das heißt, ich denke mir, ein Bewusstsein könnte man Seher, könnte man gedenken. Darum heißt es ja eigentlich wörtlich im Hebräischen in den Wörterbüchern nicht Denker, sondern Gedenken. Dieses Gedenken, der Mann, das Männliche und das Weibliche, das Ausgedachte, ist auch hier einfach unterirdischer Gang, Schacht, ein Loch, haben wir wieder die Tafel, die Lebensfrische, das Weibliche. Dieser Denker denkt sich was aus. Das ist das Subjekt und das Ausgedachte ist das Objekt, das Aufgeworfene, die Gedankenwelle. Das jetzt, wenn du unbewusst bist, sagst du, ich, weil du dich ja mit diesem Denker verwechselst, der ja nur was Ausgedachtes von dir ist, du musst die Stufe sehen. Du bist der, der sich jetzt selbst ausdenkt und sich dabei beobachtet, wie er dieses oder jenes erlebt. Das erlebt nicht dieses Ich, das du zu sein glaubst, sondern der, der sich diesen ausdenkt. Das heißt, dieses Subjekt hat seine Objekte. Darum ist jetzt dieses blaue Ich zuerst einmal, habe ich ja das Schöne mit dem Videobeamer, dieses blaue Ich ist ein reines Programm. Jetzt ist aber dir klar, dass ein Programm als Ding an sich ja gar nichts erlebt. Es ist eine Quelle für das, was aufgeworfen wird in Form von Iteration, DR, die Öffnung deiner Rationalität, der Berechnungen dieses blauen Ichs, die Wertungen dieses blauen Ichs, die Interpretationen. Darum sage ich, das blaue Ich, dein Ego, das du dir jetzt ausdenkst, das mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, bis jetzt, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das heißt, du wirst mit Informationen konfrontiert, die von dir konstruiert werden, die Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, in Maßsetzung des Wissens, das du in dir vorfindest. Du interpretierst gewisse Erscheinungen und du wertest. Das macht dieses Programm. Das ist der Intellekt, das Programm, das du zurzeit zum Denken benutzt. Oder ich sage immer wieder, du bist ein Geist, du liest ein Buch, Sätze für Buch, Programm. Und dieses Leben, das du erlebst, steht und fällt mit deinem Intellekt. Jetzt ist aber Intellekt nicht etwas, was du im Laufe der Zeit gewachsen ist. Das wäre die Symbolik der Tabula Rasa oder des Schwamminhalts, den ich der Einfachheit halber zuerst einmal ist der Sinn vom Schwamminhalt. Schlichtweg und einfach, dass ich dir sage, du hast dir dein Intellekt nicht raussuchen können. Mit einem anderen intellektuellen Wissen, mit einem anderen Schwamminhalt würdest du eine komplett andere Welt- und Wertevorstellung haben. Und jetzt mit Holofeeling, jetzt drehen wir das rum, wir brauchen die andere Seite, dass du eben ein Computer bist, ein Geist, im Nichts, und den haue ich jetzt in den Computer, haue ich ein Programm, einen Film, eine Datei rein, den gebe ich ein Buch zum Lesen, und das läuft, das durchrastet er jetzt. Und alles, was noch kommt, ist schon von Anfang an da gewesen. Das ist einmal eine ganz wichtige Metapher, um auf die höhere Ebene zu kommen. Und da ist halt einmal das Programm, das heißt, die Welt, die du jetzt erlebst mit deinem Glauben, steht und fällt mit dem Glauben, den du zum Denken benutzt. Was dir aber schon auffallen sollte, jetzt als bewusster Geist, der jetzt diesen Glauben analysiert, ist mein Bierchen gucken, dass hier in dir zusätzlich noch andere Glaubenssysteme auftauchen, die du dir genauso ausdenkst wie deinen eigenen. Und dass du die auch zum Denken benutzen könntest, aber du bist viel zu sehr damit beschäftigt, die zu bekämpfen, die deinem Glauben widersprechen. Und jetzt kommt die Diskussion, Diskurs, die Erschütterung in dir selber. Diskussion ist so unendlich
sinnlos, ein Kampf um einen Standpunkt ist ein permanenter Kampf um die Selbstentheiligung. Und das sind die ganzen Figuren in deinem Traum. Aber die können doch nichts dafür, dass sie von dir so ausgedacht werden. Ich lasse das in dir auftauchen, dass du diese Fehler erkennst. Und du wirst irgendwann einmal das Spiel nicht mehr mitspielen. Nicht, weil du was nicht haben willst, sondern weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Auch das in alten Beispielen immer wieder, solange du was loshaben willst, weil du es loshaben willst, verändert sich nichts. Jeder Beobachter, der was beobachtet, egal auf welcher Ebene und damit nicht einverstanden ist, arbeitet an seiner Selbstentheiligung. Wenn du durch die Augen des Christus schaust, dann ist für dich alles perfekt. Es ist eine Gedankenwelle von dir selber. Das Puzzlestück, das wir zu was Besonderem machen, das wir vor uns hinstellen, du musst alles als Vorstellung vor dich hinstellen. Idee. Eine äußere Erscheinung, eine Gestalt, eine Form. JD, eine intellektuelle Öffnung. Und es schreibt sich ja Idea. Wir machen zwei E, aber EA kann man austauschen. Das griechische Wort Idea schreibt sich EA. Die intellektuelle Öffnung ist eine wahrgenommene Schöpfung, wenn man das EA schreibt, eine augenblickliche Schöpfung. Was wir für das E halt gerade setzen. Das ist einmal diese Idee, die mir auftaucht, die Ideenlehre. Jetzt können wir in den Plaudern, den wir uns jetzt ausdenken, wenn ich Philosophie studiert habe, was heißt das sind? Die Ideen sind ursprüngliche Wesenheiten, die sind in dir vorhanden, die dann erst als Idee ausgedacht werden, in Form von Gedanken, wenn die in Erscheinung treten. Aber alles, und jetzt immer das Wort vorher, das ist ganz verlasstes chronologische Denken. Es gibt ein hierarchisch vorher und ein chronologisch zeitliches. Dann bist du aber in der Welt der Longitudinalen, dass du Lügen verbreitest. Wenn du in die Transversale, in die senkrechte Anoki, in das Aufgerichtete gehst, dass du im ständigen Wechsel im Hier und Jetzt bist, dann ist dieses Vorher eine Frage der Hierarchie. Das heißt, was kommt jetzt vorher? Der vorm Spiegel steht oder der hinterm Spiegel ist? Und das ist ja schon wieder, wenn man ein bisschen in den Worten, ich sage immer hinterm Spiegel, H hinter, da steckt das Innere schon. Und vorm Spiegel, haben wir gerade nicht gesagt, V kann man F draus machen? Ja, dann kriegst du die Form vorm Spiegel. Die Form vorm Spiegel. Das ist, du bist der Spiegel. Und die Gedankenwelle, den Wellenberg, Geist, den du aufschmeißt, das ist das, was jetzt genau umkehrt. Du glaubst, weil ich vorm Spiegel bin, ist das hinterm Spiegel. Kann er mal bewusst machen, dass hinterm Spiegel ja nicht gibt, das ist im Spiegel. Hindern, die Quintessenz hindern. Aber das ist ja eins mit dem Spiegel. Das ist wie wenn ich sage, das Meerwasser und wir machen eine Welle, ist ja auch Wasser. Das ist eins mit dem Spiegel, das ist Hindern. Aber sobald wir hier uns was Spezielles in uns selber aufwerfen, entsteht ein Wellental und das ist jetzt diese Luftblase des Badezimmers. Das, wo ich immer wieder sage, wenn du jetzt unbewusst bist und du stehst im Spiegel, du verwechselst dich ja mit deinem Körper, da ist dir gar nicht bewusst, wenn du dir einen Bickel ausdrückst, dann bist du das. Stimmt oder stimmt? Du musst einmal, dann bist du das. Da ist eigentlich gar nicht, da bist du das, was du anschaust vor dir. Und das Zimmer, das du vor dir siehst, ist genau genommen eigentlich hinter dir. Was ich vor euch fordere, ist schlichtweg und einfach... Du kannst das gar nicht überprüfen. Du siehst ja nur, dass im Spiegel ist. Und das ist genau das, was überprüfen, du glaubst. Ne? Du kannst das alles... Du siehst, was du glaubst. Wenn du denkst, du wärst ein anderer, guck dich ein anderer an. Lies einmal deine Ohrenbohrungen. Da heißt es zum Beispiel in einer der Ohrenbohrungen, wenn du jetzt dein Intellekt dir vorschreibst, dass du ein fünfjähriger Junge bist, der Franz heißt, mit blonden Haaren, dein Intellekt ist ein Konstrukt, während ein Interpretationsprogramm, du liest das Buch und du bist die Hauptrolle, dann lebst du in der Welt eines Fünfjährigen, du hast die Wünsche eines Fünfjährigen, hast die Probleme eines Fünfjährigen und wenn du vorm Spiegel stehst, wird in dem Spiegel ein Fünfjähriger auftaucht, der genauso ausschaut, wie du glaubst, dass du aussiehst. Wo du sagst, das bin ich, so sehe ich aus, alles andere bin ich nicht. Wenn du den Intellekt, jetzt ist natürlich der Fünfjährige ist natürlich jetzt nur eine kleine Facette, eine Seite von einem ganzen Buch. Aber jetzt kommen wir, wenn du in die höheren Ebenen kommst, dass ich dann sage, wenn du jetzt hier den Intellekt eines weisen 70-Jährigen hast, der anfängt, das Leben, das er vorwärts gelebt hat, unbewusst jetzt rückwärts Revue passieren zu lassen, dass er zurückblättert, sich Gedanken macht, was hat mir das eigentlich, soll mir das alles sagen, dass ihm bewusst wird, dass er seine Vergangenheit bloß jetzt erleben kann, dass in der Vergangenheit nie was war. Du kannst nicht sagen, wenn du auf der Seite 50 bist, ich habe die Seite 30 in der Vergangenheit gelesen.
Hast du das Buch in der Hand, das sind alle Seiten gleichzeitig und die Seite 30 liest du jetzt und die Seite 50 liest du auch jetzt. Das ist das rote Jetzt und die blauen Jetzt-Facetten, die Mom-Ende, die Mom-Ende, die du heraushebst. Memory, memorieren, Mem, die vergangenen Meneses, die Erinnerung, Erinnerung, ein Erwecken in meinem Innern. Alle Worte, ist reines Deutsch, du wirst immer mehr mitkriegen, wie wichtig das Deutsch ist. Und solange du nicht losgelassen hast von dem raumzeitlichen Weltbild, dass du meinst, du müsstest es an Türken erklären, du kannst das Prinzip überhaupt keiner Figur in deinem Traum erklären, auch keinen Deutschen. Nur einem einzigen, dir selbst. Das ist ein Selbstgespräch. Ich sage nochmal, das, was wir jetzt spielen, ist ein Spiel zwischen dir und mir, das heißt dem Geist, dem du jetzt zuhörst und nicht zwischen dem Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst und dem Udo-Trockennasenaffen, den du dir ausdenkst. Auch die Hierarchie habe ich immer wieder gesagt, ich muss, um mit dir zu kommunizieren, in deinem Traum in Erscheinung treten, aber ich erkläre es dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Darf ich dazu noch eine ganz kleine Frage, weil mich das immer beschäftigt? Also wenn ich wo denn sonst? Wo denn sonst? Du merkst es. Im Meer. Also eigentlich bezieht sich meine Frage auf die geistige Struktur, wie das, wenn das kaputt, der rote Kopf kaputt geht, ne? Dann nimmt er ja, wie ich es verstanden habe, wird ihm ein Programm übergestimmt. Also dann sind wir bei dem Begriff, den du früher als Geistesfunken eingeführt hast. Pass auf, der Geistesfunken ist... Und dann wäre die Frage, zum Beispiel, jetzt sind hier, also jeder bedient einen Avatar, ne, und hat irgendwo einen Monitor, da passiert irgendwas, aber alle Monitore sind eigentlich entkoppelt sozusagen. Jeder hat seinen eigenen und müssten auch gleichzeitig wieder gekoppelt sein, wenn jeder die Filmwelttheorie. Pass auf, Klaus. Wir gehen einmal in deine Erinnerung rein, weil ich das zigfach schon erklärt habe. Ja, in verschiedensten Beispielen, machen wir doch, aktivieren wir das Ganze ein bisschen. Das also jetzt erst einmal, die Energie kann nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Du kannst jetzt aber Energie, wenn wir die diskret denken, obwohl die Einheit bleibt, wir schmeißen einmal eine gewisse Gedankenwelle auf, das entsteht durch eine Eruption. Eruption, okay? Das heißt, wir schmeißen eine Gedankenwelle auf, diese Gedankenwelle ist jetzt wie eine Insel, die in dem, was immer ist, auftaucht. Untrennbar mit dem, was immer ist, verbunden ist, das Wort Insel ist AI, das wird jetzt ein kleiner Schöpfergott. Das ist die Insel, wir haben ja schon wieder, wir können ein göttliches Sein, IN, ist bewusstes L, ein bewusstes L oder ein bewusstes Hochheben. Diese Insel, dieses Ei ist eigentlich nichts, weil Energie auch nichts ist. Aber was jetzt passiert, dass wir uns in diesen unendlich großen eine kleine Menge von der Energie zu was Besonderem machen, das ist der Geistesfunk. Das ist jetzt einmal die erste Metapher. Die schönere Metapher dazu, und ich komme dann gleich noch ganz zurück auf deine eigentliche Frage, das ist eben unser Tetraederspiegel, Innenverspiegel, wo wir uns ein Licht reinlegen. Das stellen wir uns jetzt natürlich vor uns hin. Aber jetzt hast du wie gerade mit dem Schädel. Wie würde das aussehen? Und denk an unseren Spiegeltunnel. Bloß, wir haben jetzt erst unsere Spiegelkante, dann haben wir Ecke draus gemacht. Wenn du jetzt hier rundherum um dich diese vier Spiegel hattest, das ist die 1-4-Struktur. Genau. Und du denkst jetzt, du wärst das Licht. Du kannst dir ja selber nicht anschauen. Und du schaust um dich rum. Durch das, dass du jetzt was öffnest, diese vier um dich herum, die vier Quadranten im Einheitskreis und du bist das Zentrum, die Quintessenz in der Mitte, dann wirst du aufgrund dieses Spiegelphänomens unendlich viele Spiegel und kleine Lämpchen sehen, wo, wenn wir jetzt die grobe Raste des Tetraeders als Gerüst mit aufbauen, jeder dieser kleinen Funken auch in einem eigenen Tetraeder drin sitzt. Und wenn ich mir jetzt denke, ich wäre der Funken, denkt er um sich herum auch wieder kleine Spiegel aus, aber die aus seiner Perspektive ganz anders sind wie bei denen. Verstanden? Das ist aber ganz grob. Das ist jetzt das, was ich übrigens in der Mutation schon beschreibe. Es ist, wenn wir uns hinsetzen und wir nehmen jetzt irgendeine dieser Offenbarungsschriften und wir, ich sage jetzt, ich bleibe jetzt bewusst in dieser raumzeitlichen Ebene und wir würden das einmal Satz für Satz lesen und ich setze mich daneben und ich erkläre euch dann, was zwischen den Zahlen noch ist, garantiere ich dir, ich kann auf jeden Satz, auf jeden kleinen Absatz, kann man 2-3 Stunden uns beschäftigen und du Geist, der du mir jetzt zuhörst, wenn du dich beschäftigt hast, ich sage mal, die jetzt hier sind, dass du jedes Wort, wo ich mache, ohne groß, dass ich erklären muss, nachvollziehen kann, das ist dann dieses Gefühl, dass ich sage, du, ich kann das komplett nachvollziehen, warum kommt mir das nicht selber in den Sinn?
Das Wissen ist schon da. Du hast es schon gehört. Bloß ich muss dich darauf ansprechen, dass es selber aktiviert wird. Dass es nicht irgendwie eine Grunderklärung ist, die du zum ersten Mal hörst, sondern ich werde bei jedem kleinen Absatz was erzählen, was du in zig Variationen von mir schon gehört hast, weil du intensiv Holofeeling studiert hast. Und auch hier, kleiner Einschub, es geht nicht um intellektuelles Wissen, es geht um das, was bin ich. Das ist einmal das Erste. Und jetzt mache ich nochmal mein Beispiel mit der Matrix. Die Matrix selber, dieser Film, haben wir auch viel gesagt, vergiss es, dass das 1999 Sigmund unten in Almena. Jetzt blätter ich nur in dem Buch Sigmund zurück. Da habe ich vorher, da waren wir außen gesessen, habe ich den Film Matrix erklärt und ist ein halbes Jahr später ins Kino gekommen. Ja. Und da war überhaupt nichts. Das habe ich dann bei späteren Almena, die dann zeitlich danach gekommen sind, wir spannen ein Zeitfenster auf, da hast du überhaupt noch nichts gesehen oder gehört in irgendwelchen Zeitschriften, dass der Film kommt. Der war geheim, habe ich das schon komplett erklärt, dass der Film kommt. Und du musst dich davon lösen, wenn was in dir auftaucht, dass irgendwelche andere da außen das gemacht hätten. Und dann zeige ich schon wieder die Namen, wo ich darauf hinweise. Der Produzent von der Matrix ist Joel Silver, ist Kesoff wie eine Schwelle. Joel ist ein Buch, kannst du nachlesen, die Wachowski-Brüder, was dann immer wieder gleich, wo du schaust. Aber was hier interessant ist, dass man das Philosophische, den philosophischen Aspekt, dieser Film war zuerst einmal ein Meilenstein in zwei Arten. Vom Philosophischen vollkommen neu, also von der Filmwelt aus gesehen, obwohl das nicht ganz stimmt, weil es ähnliche Konstrukte eigentlich schon vorher gegeben hat, zu 13 Floor, ist ja alter deutscher Fassbinder-Film, musst du mal suchen, ist hochinteressant, die Welt am Draht, also das geht schon weiter zurück, wo der Grundgedanke schon gesponnen wurde, was dann Nachkommen ist, Inceptions. Ja. Ja. Es geht hier um Traum in Traum in Traum bei Inceptions, in Certain Floor, Computerprogramm im Computerprogramm im Computerprogramm. Was die ganze Problematik ist, ist nach wie vor, wo nicht dran gerüttelt wird, ist die raumzeitliche Welt da außen. Das ist das allergrößte Problem, ob du religiöse Menschen hast, ob du Philosophen, ob du Physiker hast, die sprechen zwar von einer Traumwelt, die Vielweltentheorie, das ist jetzt dein Problem, wo ich gleich drauf eingehe, aber in den Filmen zum Beispiel, in Inceptions, versucht man irgendwann, bin ich jetzt noch in einem Traum oder bin ich schon in der Wirklichkeit? Das heißt, man lässt nicht davon los, dass die Wirklichkeit eine unabhängig von dir existierende Welt in deiner Vorstellung von Galaxie ist. Das Universum ist das nicht. Das ist dein Kosmos, deine Vorstellung von Ordnung zur Zeit, weil du in dir nichts anderes vorfindest, was eigentlich gar nicht stimmt, weil du hast nämlich, wenn du neugierig bist, so viele andere Glaubenssysteme, wo das anders dargestellt wird, aber die sind ja alle verkehrt im Vergleich zu deinem Glaubenssystem. Und jetzt kommt diese Heiligung. Auch hier nochmal, die rote oder die blaue Brille, die geistige Welt oder die materielle Welt, schon diese Entscheidung ist verkehrt, weil es das eine ohne das andere nicht gibt. Die Christusflamme ist violett, lila, lila, die Nacht, da muss ich träumen, da muss ich schlafen, um zu schlafen muss ich träumen. Das heißt, Farbspektrum beginnt unsichtbar das Infrarot, was nur Com ist, Wärme, Com, Jet M, rot geschrieben. Und jetzt entsteht roter Adam. Du kannst auch eine berechnete Erscheinung sagen, ein berechnetes Zeichen, Ort, rot, wir haben Adam mit allen Facetten, was dann kommen die Farben, die sich aufspannen, sind wir im Farbenspiel drauf eingegangen und das letzte ist eigentlich blau. Und jetzt ist interessant, nach dem Blau kommt dann Violett, aber dieses Violett ist doch Alpha und Omega verbunden, Rot und Blau wird wieder eins. Das sind jetzt die 7 Stufen und die 8 ist die neue 1. Das ist dasselbe Prinzip arithmetisch, wir können das durchrechnen. Und das ist jetzt nicht, dass da außen eine Welt ist, löst dich davon, dass du meinst, du müsstest Wissen von irgendwelchen Büchern oder Menschen erfahren, die du dir jetzt ausdenkst und dieses Wissen, das unabhängig von dir da außen existiert, in dich hineinschaufeln, dass du heil wirst. Du bist heil, ich bin in dir drin, die heilige Einheit und das, was du dir ausdenkst, kommt aus dir, du entfaltest Wissenselemente, die dir nur fremd erscheinen, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Wenn du dir jetzt ein Internet ausdenkst, so wie du dir das Internet ausdenkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun, du entheiligst dich zuerst und du entgöttlichst dich. Ich sage immer, mir wird es nie passieren, dass ich mir was ausdenke und ich rede mir ein, ich habe damit nichts zu tun. Das, was ich mir ausdenke, ist genau so, wie ich es mir ausdenke, bis hin zu meinen Geistesfunken und zu meinen Facetten. Und die ganzen Tiere und all das.
Und die Krimis und die Liebesfilme, die denke ich, die Kriege, ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe es gemacht. Da stehe ich dazu, ob du das glaubst oder nicht. Das heißt, dich wird es ohne mich überhaupt nicht geben. Und ich rede jetzt wohlgemerkt mit einem Geist von meinem Geist, mit einem Geistesfunken. Ich rede jetzt nicht als der Brösel Udo zu dir, dem wird es ohne dich nicht geben. Weil ich ja unter dir stehe. Ich bin ja jetzt was Ausgedachtes von dir, wenn ich als Udo rede. Okay? Das sind die Schichten, aber die kannst du erst sehen, wenn du daneben, wenn du nochmal eine Stufe drüber bist, kannst du dir das ausdenken. Diese einfachen, simplen Beispiele, dass man einfache Sätze hunderte Male wiederholen muss, bis man sagt, ach, das hat er gemeint. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Mein Einfallspinsel, der ein Bild malt und der Maler einen Maler in der Hand hat. Du musst wissen, du denkst dir alle drei aus jetzt. Den Maler, den Einfallspinsel und den, der das Bild malt. Ja. Du denkst dir einen träumenden Geist aus, der seine ständig wechselnden Bilder in seinem Kopfkino anschaut. Was ist die Ursache? Er kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Die Bilder müssen so sein. Was ist die Ursache? Sein Intellekt, das Programm. Aber diese drei, die ich jetzt vor mir aufspanne, da bin ich jetzt plötzlich der vierte rot geschrieben. Das ist dieser Abschlussspiegel von der Ecke. Sein voll Holo-Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Und das nicht mehr als Grundlage das Alte hat, sondern es wird die Grundlage zu dem alten Weltbild. Weil sich Zeit und Raum und alles umkehren. Und oberflächlich betrachtet, lassen wir trotzdem alles gleich, weil das auch diese Veränderungen sind. Also wir haben jetzt diese rote, wir nehmen jetzt die rote und die blaue Brille. Das heißt, wir denken uns unser Zion, das untere. Und da ist es ja definitiv so, dass ich jetzt ganz einfach sage, um das nochmal anzusprechen, du bist der, der sich beides ausdenkt, du bist eigentlich der Violette, wenn du ich bist. Ja. Ja. Die Christusflamme. Ja. Steckt ja das Lamm, ja, in der Flamme steckt ja das Lamm schon mit drin. Ja. Okay, jetzt ist es also so, dass wir wissen, wenn die in die blaue Welt wollen, dann müssen sie sich an den Computer anschließen. Ja. Das kriegt man in den Film, wenn man aufpasst. Das heißt, die müssen sich jetzt diese geistige Nabelschnur, die Silberschnur nennt man das in der Esoterik, die müssen sich am Computer anschließen und dann macht es blub und wir sagen einfach mal, Klaus und Nadja sind Neo und Trinity. Und die gehen jetzt beide in die Matrix. Dann haben wir zwei Zustände. Wir, eins drüber, wir sehen, die legen sich jetzt unten hin, die werden angeschlossen, beide an einen Computer. Das ist jetzt diese höhere Ebene, wo du meinst, die eigentliche Quelle. Und die zwei sind zwei Perspektiven. Wir können ja den Udo und den Morpheus noch dazu nehmen. Und die gehen jetzt, und jetzt ist es so, dass die plötzlich sich in der Matrix befinden, laufen mit ihren Lack- und Lederklamotten rum. Du musst jetzt wissen, das, was du siehst, du bist der Zentralcomputer. Das sieht weder der Morpheus noch der Neo noch, die sehen ja nur in dem Moment, wo die in der Matrix sind, sind sie Figuren in der Matrix, die schauen durch ihre Augen. Das heißt, was der Neo da unten sieht in seinem Kopfkino, ist der Blick durch die Augen dessen, den du durch die Matrix laufen siehst. Also durch diese generierte Welt, die virtuelle Welt. Deswegen und du, jetzt zum Beispiel ist es so, dass wenn wir drei, ich sage jetzt Trinity, Neo und Morpheus. Wir legen jetzt da unten und wir schlafen in einem gewissen Maß. In der unteren Welt ist eigentlich nur Ruhe. Wir sind ein Zentralcomputer. Dann wirst du jetzt als mit dem Programm, das in dir abläuft, würdest du jetzt den Udo anschauen und den Klaus vor dir sitzen sehen. Du hast eine komplett andere Perspektive. Und der Geist, der sich das jetzt ausdenkt, der schaut auf alle drei und kann sich in alle drei Köpfe reinversetzen. Ich kann jetzt das wechseln. Das habe ich Ihnen ein paar Beispiele gesagt, wenn hier angenommen, wir essen, wir denken uns jetzt aus, wir essen, wir sind am Tisch und dann unterhält sich hier Sigmund mit der Helga. Und die quatschen über was und dann sitze ich einfach, in dem Moment existiert für die kein Beobachter. Okay, und du kannst jetzt hinschauen und ich kann mir jetzt denken, zuerst einmal rein raumzeitlich, perspektivisch, ich setze mich in den Kopf von den Sigmund rein und wenn der seinen Kaffee umrührt oder irgendwas im Mund schiebt, ich kann mir jetzt genau zum Sigmund machen und mir vorstellen, was in den seinem Kopf mit dem Programm in dem Moment rein einmal raumzeitlich als Perspektive, was er jetzt sieht. Trotzdem, es gibt ja ein sozusagen Konstrukt, in dem die drei individual Facetten rumhopsen, die sind ja gekoppelt. Ne? Also dieses Konstrukt, wo ist denn das Konstrukt? Die Schwierigkeit ist, das ist wer das. Macht das? Pass das auf, rote ich? Das mach machen, ich? Machen ist gar nicht, das bist du, das sind wir. Pass auf, machen wir das für dich einfacher, wenn dir das zu kompliziert erscheint. Dass man mal das Folgende, ich greife mal zurück auf mein Videospiel. Okay? Videospiele sind vielfältig, ich mache jetzt mal
parallel laufend. So ein wie GTA ist zurzeit die größte Simulation, wenn man die kennt, oder wir können mal einfach das Autorennspiel machen. Mhm. Auch übrigens, wenn du zurückblätterst, wenn du wirklich Holofilling studierst oder die Selbstgespräche anhörst, ich habe dieses Beispiel zigfach schon erzählt, wo Aufnahmen existieren, dass man zuerst einmal, sagen wir mal, ein Konstruktprogramm, das ist diese statische Datei, diese Spiele-DVD, die können wir jetzt einlegen und die besteht aus einem reinen Konstruktprogramm plus KIs. Das heißt, jeder dieser, bleiben wir mal ganz primitiv bei dem Automatismen, die Automatismen, diese Rennfahrer, die Autos, da ist das dann mal das Fahrwerk, das Fahrverhalten, die BS. Jedes dieser Autos ist einfach ein Programm. Kann man dann verändern, Fahrverhalten, Motorleistung steigern. Und natürlich gehört ein gewisser Fahrer dazu, was übrigens bei Autorennspielen kannst du dann die Fahrerstärke einstellen, wie gut er fahren kann. Diese KIs sind Programme im Programm. Rein statisch programmiert. Und für dich selber ist jetzt das schlichtweg und einfach, dass die aufeinander reagieren, wenn das läuft, wobei da läuft nichts, weil das das Statische ist. Diese Illusion von Bewegung durch Raum und Zeit, diese virtuelle Welt, die du siehst, ist letztendlich statisch. Wie oft sage ich dir, wenn du Fernsehen schaust und du schaust dir Fußballspiele an oder Autorennen an, das sind keine Autos. Da ist auch keine Bewegung, es bewegt sich nichts von der Stelle. Nochmal, wie weit und wie schnell läufst du eigentlich bei einem Gedankengang? Dein raumzeitliches Konstrukt, jegliche Art von chronologischer Zeit baut darauf auf, dass du meinst, dass sich irgendwas von A nach B bewegt. Und zwar ein A, das du dir jetzt ausdenkst, ich denke mir jetzt ein Zürich aus und ich denke mir ein Ellingen aus und ich denke mir jetzt, dass Redo und Diana zur Zeit in diesem Moment, die waren die ganze Zeit nicht da, dass die auf dem Weg von Zürich nach Ellingen sind. Also brauchen die ja gewisse Zeit, weil sobald sich was von A nach B einer ausgedachten Strecke bewegt, entsteht in dieser Formel, das ist eine Formel, entsteht eine Iteration, eine Illusion von Zeit, was aber die Formel als Ding an sich überhaupt keine Bewegung beinhaltet. Denk an mein schönes Iterieren, x plus 1 ist neues x. Die reine Formel, da bewegt sich nichts. Erst sobald einer anfängt, diese Formel zu durchdenken, das heißt, in kleine Häppchen einzuteilen, wo er jedes Häppchen jetzt anschaut. Das ist, ich kann jetzt ein Buch nehmen und dann mache ich hier definitiv, ich schreibe in die erste Zeile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in die zweite 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, die ganzen Zahlen einfach in ein Buch. Wenn ich das Buch habe, was bewegt sich da? Das ist, wenn ich jetzt das zum Lesen anfange, habe ich das Gefühl, dass diese Zahlen nacheinander kommen. Habe ich zigfach angesprochen. Ja. Ich schaue, das Buch weiß ich, alle Zahlen sind gleichzeitig da. Das ist ein rotes Jetzt. Ja. Auf jeder Seite, die Zahlen, die sich auf einer Seite befinden, sind gleichzeitig. Die Zahlen, die sich auf einer Zeile befinden, sind gleichzeitig. Ja. Ich schaue die Zeile an und da stehen die Zahlen 1 bis 7. Okay? Und jetzt ist es die Zeile, wenn ich sehe, sind die gleichzeitig da. Und jetzt konzentriere ich mich bloß auf die 1 und ich hebe die 1 heraus. Dann denke ich mir jetzt, dann denke ich mir die 2 jetzt, die 3 jetzt, die 4 jetzt, die 5, die 6, die 7 jetzt. Und jetzt schaue ich die Zeile an und sehe, dass die ganzen Zahlen, die ich einzeln jetzt gedacht habe, alle gleichzeitig jetzt sind. 7, 8, Selektion, Kollektion. Und irgendwas ist in mir drin, das ich einrede, dass die jetzt nacheinander gekommen sind.